Wie versprochen, aber jetzt endgültig. Yay! Ich hoffe, ich mache einen Tusch rein oder sowas. Die Tada! letzte King's Loot Box Legend. Die ist leider schon offen, weil mein Schatz gedacht hat, das wäre etwas für ihn von der Arbeit und dementsprechend ist sie leider schon offen. Nein, hier ist sie im Hintergrund. Ich hole die Sachen raus. Ich habe noch nicht reingeschmult. Zukleben wollte er erst nicht wieder. Ich greife das erste Mal so blind raus und es ist ein alles klar. Okay, super. Da hat jemand wohl heimlich gesehen, dass ich beim Rendern manchmal so kleine Mini-Lego-Sachen zusammenbaue. Es ist kein Original, es sind Mega-Blocks. Es ist vom Terminator, Genesis. Was gibt's denn da noch? Oh, He-Man gibt es, ein Skeletor, Spock und der Master Chief. Ezio und der T-800 Guardian. Okay, das ist der T-800 Guardian. Terminator Genesis, habe ich das überhaupt gesehen? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Also die originalen Terminatoren, ja. Habe ich den gesehen? Oh, Mr. Spock oder He-Man oder Skeletor hätte ich auch gern gehabt. Bei Master Chief. Egal. Auf jeden Fall, na hier, Mega von Mega Bloks ist das. Die gibt es auch noch hier, die anderen Figuren. Ich bastel mir den mal zusammen. Mache ich immer ganz gern zwischendurch, wenn ich dann render und überlege, wie ich den Titel dann nenne und keine Ahnung was. Ich hoffe, dabei ist jetzt nichts, wenn ich den Finger reinpacke. Okay, das ist das, das Ding. Dazu gucken wir uns sich an. Als nächstes ist das T-Shirt. Es ist ja halt die Legend Box und auch die letzte. Es ist was? Oh, das ist ein Crossover. Defeat the Eye. Release the Angels. Das oben links verstehe ich, das ist Sauron, ne, das Auge. Aber mit den Engeln jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher. Es ist ein Crossover. Vielleicht gleich aus der Beschreibung. Wir gucken mal. Es ist ein schwarzes T-Shirt. Sieht sehr leuchtend aus, die orange Schrift da drauf. Ich denke mal, es ist ein Crossover. Ja, muss ja ein Crossover sein, weil Engel kommen da nicht vor. Reicht schon, dass die Elben da vorkommen. Okay, dann haben wir als nächstes ein Beanie. Ich meine, bei dem Wetter mit einer Erkältung, ja, ich tue mich sowieso schon schwer. Entschuldigung. Ich mach das mal auf. Oh, es ist ein kuscheliges Beanie, aber auch nicht zu warm. Und zwar ist es von God of War. Ein sehr schönes Spiel. Ein richtig tolles Spiel. Gefällt mir richtig gut. Ich habe es mal auf der PlayStation 4 angefangen. Es ist wirklich ganz toll. Es ist eine Originalmütze. Mit nassen Haaren sollte man das auch, ne, aufsetzen. Ich weiß, es ist unvernünftig, aber ich fühle mir nicht gern die Haare. Ich kann da auch eigentlich reingucken. Das ist total Schwachsinn, was der will machen. Oh, von Uncharted 4. A Thief's End. Metal Pin Collection. Okay. Von Uncharted 4. Ich mach's gleich auf. Das ist halt eine Metalldose. Müsste ich auch mal spielen, Uncharted. Aber ist auch wieder so eine Reihe, ne? Das ist, yay. Was will ich denn noch alles auf meinen Haufen der Schande packen? Okay. Mal ganz kurz gucken, was ist denn das denn? Ah, naja, so wie es heißt. Das ist ein Pin-Collector oder Collection, eine Pin-Collection. Also hier nochmal so eine Metalldose, ne, mit Uncharted 4, Thief's End. Und da drin sind Pins. Yay. Halt, ne? Shoreline. Pro Deus Void. Was? Legendia. Okay. 1710. Das sind halt dann eben Pins, die man sich an seine Kutte machen kann. Oh Mann. Entschuldigung.
Ja, holen wir einfach mal das hier raus. Das ist wieder ein. Das wird von Michael Thomas sein. Das ist wieder ein Bild. Oh, weil ich ja noch gesagt habe, oh nein, das hat einen Knick. Wie schade ist das denn? Och Mann, es ist von Michael Thomas. Und zwar ist es das gleiche Motiv wie auf dem Schoko-Adventskalender beim letzten Mal. Es ist leider ein fürchterlicher, kann man das? Ja, man kann den sogar sehen. Es ist ein fürchterlicher Knick drin. Schade, das ist ja richtig schade. Christmas Trouble heißt das bei Michael Thomas. Das Bild ist total klasse mit den Gremlins und Mogwai. Und da ist Mogwai. Und da sind die Fiesen, die Gemeinen. Und der Grinch. Sehr schön. Ein sehr schönes Bild. Da kann ich ja. Ja, wer will jetzt noch einen Schokokalender haben, ne? Und dann haben wir. Ist das schon das Letzte? Das ist das Letzte. Was ist denn das? Das ist ja wohl das Letzte. Nein, ist es nicht. Was ist es? Das ist eine Collectible Killer Instinct. Das ist eine Figur. Eine Figur. Ach, das ist sowas wie. Oh, woraus kommt die? Verdammt. Shit. Ich weiß es schon wieder nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich wissen. Killer Instinct, das ist. Gehört tatsächlich zum Saberwolf. Okay. Also zu dem einen Saberwolf, den ich in der Fightbox. Das habe ich, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, das Video. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal raushaue. Die ist aus September gewesen oder sowas. Hisako Collectible Figure. Das ist aber aus. Nun habe ich den Wolf. Wo habe ich den Wolf denn hingetan? Der ist hier oben. Moment. Den Saber Wolf, den hatte ich nämlich auch schon in der Fight. Ich glaube, es war eine Fightbox oder sowas. Da war der Saber Wolf schon drin. Und da gehört sie wohl auch mit zu. Wow. Kleinen Maulkorb und sowas. Und Goggles. Okay. Entschuldigung. Ja, und da gehört Hisako auch dazu. Die sieht ja ganz entzückend aus, die Gute. Ich dachte schon, es wäre irgendwie was aus Dead by Daylight oder sowas. Weapon-based articulation comes with removable base, includes Hisako figure, two weapons and interchangeable victory scream head. Oh, ich zeige euch das mal. Ich würde jetzt erstmal sonst ganz gerne drin lassen. Na, also da ist nochmal die extra Waffe und das ist der Scream Head. Den kann sie in die Hand nehmen oder was? Verdammt, jetzt bin ich schon wieder. Warum steht denn das nicht drauf? Ist aber egal. Es ist available on Xbox One und PC. Also PC. Wenn ich schon mal so Englisch rede. Und das war's, ne? Ja. Okay, das ist dann wieder so ein Stand dabei. Ich weiß nicht, sie könnte sich in die Haare kriegen mit Fury, glaube ich. Also weiß ich nicht, ob ich die beiden wirklich aufeinander loslassen möchte. Ich lasse sie jetzt einfach mal drin, weil ich denke mal, die Darstellung ist schon relativ gut. Und das war's. Nein, das war's wirklich ganz. Oh, jetzt kommt die große Überraschung. Oh, von Balsen. Ein Mini-Keks. Es ist Nee, eine Moppe ist es nicht. Keine Moppe. Auch sehr pur. Da ist Weizen drin, Eier, Soja und Milch. Sowas. Ach nee, ist der Allergiehinweis. Ich dachte, das wäre so pur. Aber das sind die mit Zucker. Die mag ich nicht so. Da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich da reinbeiße. Also mit Schokolade. Halt so ein Lebkuchen. Ja. Was sagt denn die Beschreibung? Loot Before Christmas 2 ist es praktisch. Dezember 2018. Die Kingsloot-Gilde kämpfte sich durch Eis und Schnee, um euch ein Bündel bester Items passend zu den Top-Themen des Looter-Jahres 2018 zu präsentieren. Enemies Premium T-Shirt. Das ist Kingsloot-exklusiv. Besiegst du das große Auge, lässt ein anderes Übel frei. Egal, wie du dich entscheidest, dein Untergang ist gewiss. Aber Release the Angels, also Defeat the Eye, was könnte das denn mit Herr der Ringe zu tun haben? Oder mit Sauron? Ich habe keine Ahnung, also wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ich weiß nicht, was ist mit den Engeln? Dieses Motiv kommt mir bekannt vor, aber vielleicht liegt es auch daran, weil wir das auch bei Darksiders haben. Es ist garantiert irgendeine Anspielung auf was anderes, aber ich weiß es nicht was.
Das andere ist hier, na, der Terminator Genesis, die Kubrus-Figur T-800. Dieser Terminator wurde geschickt, um dabei zu helfen, die Menschheit zu retten. Und diesen Job macht er verdammt gut. Also, es soll Arnie sein, ist der T-800. Ja, klar, der andere war ja der T-1000. Das ist Arnie, weil sonst wäre der ja nicht an der Seite drauf, oder? Ich habe irgendwann. Also, Terminator 1 und 2 habe ich noch geguckt. Fand ich auch gut so, weil mein Terminator ist sowieso, der Terminator ist ein Kultfilm. Und den zweiten fand ich auch noch sehr gut, ne, wegen starker Frauencharakter und all sowas. Das andere ist der Premium Art Print Christmas Trouble. Für manche, ja, das hatten wir ja schon. Das war ja auf dem Adventskalender im letzten auch drauf. Und dann die Uncharted Pins Set Collection zur eindrucksvollen Präsentation kommt diese Pins. Oh, ich. Oh. In einem edlen Etui daher. Ist cool, ja. Das andere ist Killer Instinct Figur Hisako. Mit diesem rachsüchtigen Geist ist nicht zu spaßen. Kannst du sie zurück ins Fegefeuer treiben? Das weiß ich nicht. Will ich sie zurück ins Fegefeuer treiben? Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir jetzt hier noch einen Dungeon-Artikel. God of War Beanie. Diese Beanie zum Knallerspiel. Dein Kopf auch bei eisigen Temperaturen schön warm. Das ist schön. Die ist auch cool. Also, wenn ich mag Beanies, die auch einigermaßen vernünftig sitzen und nicht zu warm und nicht zu kalt, ne? Weil ich gehe ja nun mal mit dem Hund spazieren bei Wind und Wetter. Und gut, das eine ist, also das T-Shirt ist Kingsloot exklusiv, genauso wie das Bild, logisch. Das wird wahrscheinlich extra für Kingsloot angefertigt worden sein. Das hier ist der Pro, weil es ja die Pro-Box ist auch noch, die Legend Pro-Box, der Pro-Artikel. Und das war's. Und die waren toll, aber ich habe nochmal gesagt, wenn ihr sowas machen solltet, passt bloß auf, dass ihr es rechtzeitig wieder kündigt, weil sonst kommt man in diese blöde Schleife. Ich kann das verstehen. Es ist ja alles reell und alles ist mein eigenes Verschulden gewesen. Dementsprechend aber, und das ist keine Entschuldigung, nur mal eben jetzt hier an die speziellen Kandidaten, das ist keine Entschuldigung. Jetzt ist aber auch gut, ich habe eh keinen Platz mehr für diese ganzen Sachen. Die sind toll und super. Coole Gimmicks, aber jetzt war es das wirklich. Es war die letzte Lootbox soweit. Es sei denn, Loot Chest oder Kings Loot kommen auf die Idee, na, einen YouTuber vielleicht sponsoren zu wollen. Können sie gerne machen. Ich packe solche Sachen sehr gerne aus und ich freue mich auch über solche Kisten. Plus auf Dauer wird mir das zu teuer, weil ich glaube, es hatte auch jemand gefragt in den letzten Kommentaren. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Loot-Chests kosten, glaube ich, so zwischen 20 und 25 Euro. Manche, glaube ich, sogar 29. Kommt drauf an, was man dann extras bestellt. Aber die Legend-Box jetzt, das sind welche, die kosten pro Stück 75 Euro. Und das ist sehr, sehr, sehr happig. Also, das tut dann wirklich weh. Keine Frage, mein Problem. Und das war die letzte. Was machen wir denn da? Das ist, yay, keine Ahnung, ich habe kein Konfetti, was ich schmeißen kann. Es war tatsächlich jetzt die letzte Box, die wir geöffnet haben. Was anderes werde ich vorerst nicht machen. Ich habe nichts zum Schmeißen. Ich müsste sie auch hinterher wieder wegmachen. Ich habe jetzt kein Konfetti oder sowas. Yay, keine Ahnung. Epische Musik. Das war's jetzt wirklich und ich sage, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Lootboxen. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Doch so weit von mir wird es keine weitere geben. Und dann sage ich jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch, ja, wir haben heute den 20. verdammt nochmal. In 4 Tagen ist es soweit. Ich wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Ruhig, aufregend, keine Ahnung was. Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Ein paar frohe Feiertage. Ihr könnt gerne in meine anderen Videos reingucken oder vielleicht mal in einem Stream von mir, ne, auf Twitch, Miss Lizzie LP. Könnt ihr gerne reingucken, ihr seid herzlich eingeladen. Ansonsten noch ein wunderschönes restliches Jahr, kann ich jetzt schon sagen. Und ich wünsche euch alles Liebe. Sagt euch Lizzie.